Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem wir euch zeigen wollen, wie ihr den Bosch Smart Home Zwischenstecker kompakt oder auch Plug-kompakt mit dem Bosch Smart Home Controller verbindet und ihn mit der App einrichtet. Nach der Einrichtung schauen wir uns noch die Steuerungsoption an. Im letzten Video haben wir den Bosch Smart Home Controller eingerichtet. Wenn ihr Interesse habt, schaut da gerne mal rein. Den Link dahin findet ihr in der Videobeschreibung. Der Stecker bietet Verbrauchsmessung, Schaltung nach festen Zeitplänen oder klassische Funktionen wie Zeitschaltuhr oder Timer. Standard, würde ich sagen. Außerdem integriert ihr damit auch nicht smarte Geräte in euer Smart Home und sie lassen sich somit auch per Sprachsteuerung mit Amazon Alexa oder Google Assistant bedienen. Weitere Infos zum Zwischenstecker-Kompakt findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Im Lieferumfang befindet sich nur der Stecker und die üblichen Beipackzettel. Auf der Oberseite des Steckers befindet sich ein Taster für manuelles Ein- bzw. Ausschalten. Wir empfehlen, den Stecker erst dann einzustecken, wenn ihr während der Installation in der App dazu aufgefordert werdet. Starten wir die Bosch Smart Home App. Im Reiter Mehr findet ihr im Bereich Verwaltung den Punkt Geräte. Da tippt ihr drauf. Weiter geht es mit Gerät hinzufügen. Scrollt etwas nach unten und wählt Zwischenstecker aus. Und tippt auf Weiter. Falls die Scan-Installation nicht klappt, gibt es noch die Möglichkeit der manuellen Installation. Dort wählt ihr euer Modell aus und folgt dann den Anweisungen der App. Die benötigten Daten befinden sich auf der Rückseite des Steckers. Wir nutzen hier aber die Scan-Methode, also wieder zurück. Scannt damit den QR-Code, der einmal in der Packung beiliegt, oder sich auf der Rückseite des Geräts befindet. Es folgt ein Sicherheitshinweis, den ich einfach mal weiter scrolle. Pausiert zum Lesen einfach das Video. Spätestens jetzt solltet ihr den Stecker einstecken. Tippt ihr auf Weiter, startet der Anlernvorgang. Bekommt ihr eine Fehlermeldung, entfernt den Stecker einmal kurz aus der Steckdose. Ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen könnte auch helfen. Haltet dazu den Taster am Stecker gedrückt, während ihr ihn in eine Steckdose steckt und die LED dann schnell orange blinkt. Lasst den Taster dann los und schaltet ihn wieder ein. Startet dann den Anlernvorgang erneut. Seht ihr das hier, hat alles geklappt. Als nächstes wird die Signalstärke getestet. Hier sieht alles gut aus. Fügt den Stecker dann einem Raum hinzu. Ich lege eben mal einen neuen an. Weiter. Ihr könnt den Stecker dann noch benennen. Und wenn ihr den Haken drin lasst, wird das Gerät der Favoritenseite hinzugefügt. Noch ein Symbol auswählen. Und den Verwendungszweck auswählen. Die Entscheidung liegt hier bei euch. Ihr findet dazu hier aber noch mehr Informationen. Und damit haben wir den Stecker erfolgreich eingerichtet. Wir sehen den Stecker nun als Kachel auf der Favoritenseite und können ihn hier direkt ein- oder ausschalten. Einmal draufgetippt, sehen wir weitere Infos. Stecken wir mal ein Ladegerät ein,
sehen wir die aktuelle Leistungsaufnahme und nach einiger Zeit auch den Energieverbrauch. Einmal nach rechts gewischt seht ihr die aktuellen Zeitpläne. Mit der Schaltfläche oben rechts legt ihr einen Timer an. Schaltet ihr auf automatisch um, aktiviert ihr die Steuerung mit den Zeitplänen. Für das Anlegen wählt ihr einen Tag aus. Tippt auf Zeitfenster hinzufügen. Stellt Beginn und Ende ein. Und fertig. Löschen lässt sich das natürlich auch wieder. Alles klar. Und das war's mit diesem Video. Falls ihr Fragen zum Thema habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Damit bedanke ich mich fürs Einschalten und wenn euch das Video gefallen oder weitergeholfen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar freuen. Und wenn ihr weitere Videos von uns sehen wollt, lasst uns doch ein Abo da oder schaut auf unserem Kanal vorbei. Oder schaut nochmal gerne auf unserer Website vorbei, wo wir viele unserer Videos in Textform veröffentlicht haben. Link in der Videobeschreibung. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.